Willkommen zurück zu The Cat Lady. Ja, Freunde, das letzte Mal haben wir hier einen auf Mrs. Babysitter gemacht und das war teilweise schon ganz lustig. Außerdem haben wir dem Freak den Saft abgeschnitten. Gut, der Dame mit dem Baby leider auch. Und ja, der ist jetzt natürlich weg und wir müssen an seinen Computer, aber ohne Saft ist das ein bisschen blöd. Deswegen kam uns die Idee mit dem Verlängerungskabel. Das Verlängerungskabel, ich erinnere mich gerade daran, dass in dem leerstehenden Haus eine Steckdose ist. Aber reicht das Verlängerungskabel von der ersten bis zur vierten Etage? Ich glaube es ja irgendwie nicht. Aber diese Steckdose. Ach, ich probier's einfach mal. Ich werde es ja dann merken. Vielleicht ist es ein super langes Verlängerungskabel. So, wollen wir mal gucken. Oder war es wirklich... Steckdose, Steckdose. Wo habe ich letztes Mal eine Steckdose gesehen? Ah, könnte überall gewesen sein. Ich weiß, dass es eine gab. Verdammt. Ach, jetzt gucke ich erstmal hier drin. Geht ja schnell. So, und ich meine, es war ganz, ganz rechts. Der Tisch, das Fenster. Ja, das sind die Steckdosen. Okay. Schön, dass ich mir auch mal was merke. Nö. Willst du nicht? Puh, ja, ich dachte mir schon fast, das ist zu weit. Okay, dann willst du das halt nicht. Dann machen wir das ein bisschen logischer. Und versuchen es von der dritten Etage aus. Ich meine, selbst dann muss es schon ein unglaublich langes Verlängerungskabel sein, wenn es eine ganze Etage gut wird. Man könnte es ja über das Treppenhaus so hängen. Das gut, das sieht dann jeder, was soll's. Probieren wir es doch einfach mal. Schauen wir mal in unserer eigenen Wohnung zum Beispiel. Wir wohnen doch in diesem Stockwerk, oder? Ach nee, da wohnt der Mausgockel. Glaube ich. Stimmt, da komme ich noch gar nicht rein. Dem müssen wir ja noch einen Schrecken einjagen. Und hier wohnt der alte Mann. Aber dem können wir das nicht erzählen mit dem Verlängerungskabel. Ich denke, der... Das würde dann ein bisschen langes Gespräch werden. Nee, wie es scheint, wird es mir noch nicht so ganz... klar, in meine eigene Wohnung darf ich ja gar nicht. Okay, und sonst hier eine Steckdose kann ich eigentlich vergessen. Wer wohnt hier nochmal? Das hier, war hier der alte Mann? Ach nee. Hier sind die... Wisst ihr was? Da gehen wir jetzt mal rein. Wir haben ja den Schlüssel. Unser Hauptverdächtiger. Do you want to go in first? Come on in. The place seems empty. So, das wird jetzt bestimmt spannend hier. Okay. Watch out, Mrs. A. There's a massive hole in the floor. Just step around it. I'm not blind. Besides, I know it's there. We saw it from the floor below. Das ist wohl wahr. Let's have a look around. There's got to be a computer here somewhere. I really don't like this place. Yeah. It's rather creepy. Ja. Er ist und bleibt mein Hauptverdächtiger. So, was ist denn da? Kann man den Vorhang irgendwie mal abziehen? Das kann ich dann, oder was soll das sein? Aber ich kann da gar nichts machen dran. Da geht ja gar nichts. Hm. Okay, dann mal weiter. Wirkt unheimlich, aber noch nicht. Ah, jetzt wird's noch doch ein bisschen verrückter. Bingo. Six, ein Computer. We found what we were looking for. This laptop could be it, you know. Maybe Joe is our guy after all. No, no. It's a disaster.
power lead is missing. It won't switch on. Right. What a shame. Can we go now, please? I think I've seen enough. I don't need any more trouble. No, it's okay. I've got an idea. It seems it's a similar model to mine. I'll just go back to the flat and bring my power lead. I don't know. You sure this is gonna work? I think so. At least we'll give it a shot. Just stay here and I'll be back in a second. Irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl, hier alleine zu bleiben. Why don't we go together? I really don't like this place. You said you haven't seen this guy for ages. He probably doesn't even live here anymore. Relax. Nothing's gonna happen. I'll be back before you know it. Okay, wir dürfen ja eh nicht, also... I'm an idiot. But fine, I'll wait here. While I'm gone, think of a vegetable. What? Why? To keep yourself busy. I bet I can guess which vegetable you were thinking of when I come back. So you're a mind reader now? No. This is just a little experiment of mine. Okay, whatever. Now go. We haven't got all day. Ach, wenn es passiert jetzt was, ist doch so klar. Why do I always end up in places like this? Tja, Susan, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Tja, die Tür. Hier klingelt das Telefon. Ernsthaft? Ich kann doch jetzt nicht ans Telefon hier gehen, oder? Was soll ich sagen? Ich meine, Spiegel zerbrechen habe ich auch mal versucht. Hat er mich nicht irgendwie aufgemuntert? Okay. Ja, setz dich hin in aller Ruhe. Nee, bringen wir jetzt nicht. Wir gehen mal durch diese Tür, würde ich sagen. Klar, toll. 3 Sechsen, die Zahl des Tieres. Wahrscheinlich lagert er da verstümmelte Leichen seiner Opfer. Andererseits, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine andere Bedeutung der 3 Sechsen gibt. Etwas ganz Unschuldiges. Ich kann mich nicht erinnern. Es war vor langer Zeit. Und ich habe andere Sachen im Kopf gehabt. Okay. Selbst wenn ich es wollte, der Türknauf fehlt. Oh. Das ist natürlich blöd. Und ich habe auch nichts, was einen Türknauf ersetzen könnte. Ich sehe gerade, mir fehlt eigentlich nur noch ein Item. Dann können wir unseren Nachbarn ärgern. Ich brauche nur noch ein Mittelchen, womit ich die Farbdose aufbekomme. Ja, es klingelt und ich vermute, ich kann auf Mitzi ewig warten, wenn ich nicht an das Telefon gehe. Keine Mäntel an der Garderobe. Joe trägt seinen Mantel wohl gerade, wo auch immer er ist. Es ist kalt um diese Jahreszeit. Den Tisch haben wir noch nicht untersucht, oder? Die Wand über dem Tisch ist voller Blätter, die an die Wand gepinnt sind. Sie sehen wie handgeschriebene Briefe aus. Willst du das nicht mal lesen? Ich meine, Laptop gut und schön, aber hier könnten ja auch Indizien sein. So... Können wir uns auf den Tisch angucken. Ekelhaftes, vergammeltes Essen ist auf dem ganzen Tisch verteilt. Sieht so aus, als hätte jemand eine Mahlzeit zubereitet und sie dann kaum angerührt. Fernseher. Sieht ziemlich alt aus. Oh, das Telefon hat aufgehört. Da kommt jemand. So machen die gar nicht mehr. Mitzi? Bist du das, oder... Egal, ich mach mal den Fernseher an. Yay. Ist überhaupt nicht auffällig. Mach's wieder aus, bitte. Tja, das Telefon... Careful now. Seltsam. Ich glaube, es nicht... Ich glaube, es ist nicht mal angesteckt. Es muss eine Einbildung sein, die mich hier verarschen will. Oh, schön. Susan, drehst du jetzt auch noch durch? Das kann ich gerade noch gebrauchen in diesem irren Spiel. Sinnlos. Es hat aufgehört zu klingeln. Naja, wenn es behauptet, wenn es überhaupt geklingelt hat. Oh Gott, jetzt dreht die gut auch noch durch. Das Türgeräusch hat auch nichts zu bedeuten. Okay, Mitzi braucht ganz schön lange. Sie muss doch nur nebenan... Just one big step. Ja.
Oh Gott. War schon wieder eine Meldung? I'm done waiting. I need to leave right now. Vielleicht ist das ein Geisterhaus. Vielleicht, vielleicht spukt es hier. Vielleicht wurden hier irgendwelche düstere Rituale vorgenommen und jetzt sind wir hier voll in... Remember the hole, Susan. Ja. Komm, wir gehen. Wetten, die Tür geht nicht auf. Das war so klar. Damn. The door handle just came off in my hand. How am I gonna get out of here now? Ich weiß schon, was ihr wollt. Ich habe einen Türknauf, wirklich? Darf ich mal gucken? Oh Gott, sie wird ganz unruhig. Mitzi? Mitzi, are you there? Shit. Oh, schön. Habe ich den Türknauf? Ja. Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir gehen in den 666. Ja, immer schön. Remember the hole, Susan. Ich meine, wenn wir gar nicht mehr rauskommen, können wir auch das Loch benutzen. Ja gut, ist wirklich denkbar. Ich meine, wenn man aufpasst. Hey, die Lampe wackelt. Hat die schon immer so gewackelt? Ich glaube nicht. Ach Gott, ey. Ich hau ab. Ich hau sowas von ab. Warte mal, bevor ich das tue, kann ich hier das Verlängerungskabel anbringen? Wahrscheinlich nicht, aber das war ja mein eigentlicher Grund, hier reinzugehen. Nö, okay. Einfach nö. Gut, aber den Türknauf willst du bestimmt daran machen, das wette ich. Okay. Gehen wir mal durch, ne? Erstmal untersuchen. Ah, ne, sie redet nur von den Zahlen. Was ist das? Oder wer ist das? Das Wasser aus der Badewanne hat den ganzen Boden unter Wasser gesetzt. Ist mir eigentlich egal. Ich will nur so schnell wie möglich hier raus. Ja, ich finde, die Schaufensterpuppe... Oh Gott, nee, das ist bestimmt ein kranker Bastard. Okay, eine Schaufensterpuppe in der Badewanne. Dieser Typ ist ohne Zweifel verrückt. Ja. Möchte ich meinen. Dreckig wie alles andere an diesem Ort. Okay, das muss das Stromkabel sein, das wir brauchen. Vielleicht ist das Glück endlich mal auf unserer Seite. Okay, probieren wir es doch mal. Vielleicht brauchen wir dann Mitzis Kabel gar nicht. Scheiße. Mitzi? Mitzi? Das war so klar. Was ist denn das jetzt? What the? Hä? I've got to get out of here. Ja. Aber wie denn? Scheiße. Kann ich da... Alter. Ist das jetzt eine Einbildung? Ja, ne? Sagt auch gar nichts dazu. Es läuft nur seltsam zurück. Und da hinten rechts ist ein Schatten. Ach Gott, ey. Ich werde verrückt bei dem Spiel. Ehrlich. Aber ich kann nichts anderes machen, wie blöd zurücklaufen. Hi. Ich gehe dann mal. Tschüss. Ist unfreundlich, ich weiß, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Verstehst du bestimmt, oder? What? Jesus. No. You were not supposed to be here. Why did you have to ruin everything? What have you done, you stupid, evil bitch? Who are you?
took her away, didn't you? What has she ever done to you? What? Look, sir, you are wrong. I just came here to find my cat. It's gone missing. Yeah, I see. That stupid cat. I've been looking for it too. Little bastard took off with my key. I'm gonna rip him to pieces. Okay. Aber nicht mich, ja? Okay. My friend knows that I'm here, and she will call the police. And I've got a gun. I can shoot you right there in your heart. My friend knows that I'm here, and she will call the police. Of course, you haven't got a heart. Isn't that right? I have no idea what you're talking about. I'll just leave, very slowly. I won't cause you any trouble at all, okay? Aber er wird mir Ärger machen. Ich sehe mich jetzt schon sterben und wieder auferstehen. Hopp, schneller anzusen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube nicht, dass ich... Calm down. I'll go now and we'll forget all about this. There's nowhere to go. It's all wrong. No matter what I do. Damn it! Get back here right now and give me that blasted key! Ich hab keinen Schlüssel. Please, don't get angry. I don't have any keys. Just sit down and take a deep breath while I make my way out, alright? Ich geh dann mal. Ich such deinen Schlüssel auch später, okay? Ich muss noch einen anderen... Oh Gott, jetzt fällt sie... Susan, bist du deswegen jetzt tot oder schwer verletzt? Susan? Ich glaube, sie ist tot. Oh yeah, Jenseits-Folge mal wieder. Das heißt, jetzt kommen wieder Rätsel. darüber freue ich mich natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, ey, was wirklich der Hauptverdächtige, den wir sofort vermutet haben, also die meisten von euch ja auch. Ich hoffe jetzt, dass wir das jetzt nicht voreilig gemacht haben, dass wir diesen ganzen Racheplan unserem anderen Nachbarn und so, dass wir das auch noch ein bisschen checken können. Aber mir hat ja noch die Möglichkeit gefehlt, den Farbeimer zu öffnen. Naja, vielleicht geht's später, vielleicht haben wir es jetzt auch übersprungen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir jetzt erstmal wieder unter die Lebenden müssen. Und 4 Türen habe ich zur Wahl, die meiner Meinung nach ziemlich authentisch, identisch aussehen, Entschuldigung. Und ja, wie immer fange ich mit der ganz links an. Oh, Moment, da steht aber Zeug. Über der Tür steht Kamm. Mhm, dann muss ich erstmal alles lesen. Durch. Mhm, Kamm, durch. Hier. Kamm, durch, hier. Hier, durch, Kamm. Untersuchen. Teufel. Hier. Kam Teufel durch. Hier kam Teufel durch. Ach, da oben steht's ja auch auf Englisch. Kam, ja. Kam durch, hier Teufel. Ja, ich probier mal. Hier kam Teufel durch. Warte mal, ist das im Englischen? Wäre das auch korrekt, wenn ich die Reihenfolge machen würde? Hier. Comes through here, Devil. Here came. Devil. Ach, egal, ich fange einfach an. Tschüss. Ha? Okay. Mhm. Ich fürchte, ich muss das im Englischen richtig anordnen. Naja, jetzt mal erstmal im Deutschen. Wie es am ehesten im Deutschen sagen würde, zumindest. Ach Gott, guck mal, die Tür bleibt offen.
devil through. Ah, und die geht wieder zu. Okay. Heißt das, wir müssen mit dem Devil anfangen, weil da die Tür aufging? Also aufblieb vor allem? Devil came here through, würde ich dann sagen. Devil came here through, das würde Sinn machen. Im Englischen. Ja, die bleibt auch auf. Devil came through here. Devil came here, nee, through here. So rum. Ja, gut. Jetzt ist da bestimmt keiner. Haha, coole Sache. Okay, dann gehen wir mal durch. Schönes kleines Rätsel. Oh, okay. Come in, come in. Hey. There's no need to be afraid. I don't buy. Okay. Come in already. I might need your help with something. Was für eine Szenerie, ey. So verrückt. Es sind hauptsächlich Horrorbücher auf den Regalen. Mehr als die Hälfte davon sind von Stephen King. Ich glaube, Joe ist ein Fan. Okay. Dieses Bett ist ziemlich schick. Erinnert mich an die Betten, die es in kitschigen Landhotels gibt. Stimmt, ich finde das auch schick, muss ich sagen. Trifft meinen Geschmack. Ein Stuhl. Eine Garderobe mit Zahlen drauf. Und Händen. Überall blutige Handabdrücke. 1, 2, 3, 4. Und da rechts ist noch eine 5. Mysteriös. Ach, ich kann einfach weiter gehen. Alter. Was geht denn hier ab? Die Metallabdeckung ist fest an Ort und Stelle verschraubt. Die bekomme ich von Hand nicht los. Von Hand? Ja, warte mal. Willst du? Na gut, verschraubt. Da wird mir eine Schere nichts bringen. Probier's trotzdem mal. Nee, okay. Gut, dann weiter. Der Rest wird mir wirklich nichts bringen. Nichts Besonderes. Ist das Joes Frau? Die arme Frau. Das ist schrecklich. Ich glaube nicht, dass wir mit der noch reden können, oder? Hello? Okay. Misery. Is that what you said? Ich will nicht mehr mit der reden. Ich habe überall eine Gänsehaut. Das ist ja widerlich. Oh Gott. Mit der rede ich nie wieder. Was soll denn das? Die Gänsehaut geht nicht weg. Oh Gott. Ich brauche gleich eine Pause hier. Das Spiel macht mich voll fertig. So, Stuhl. Ich setze mich mal hin. Nein, darf ich nicht. Jemand hat auf diesem Stuhl geblutet. Ja, super. Wenn es weiterhin nichts gibt, dann... Okay, ich glaube, das Gespräch mit ihm wird was längeres. Ich werde jetzt mal speichern, aber wir hören noch nicht auf. Mal gucken, wann ich aufhöre. In ein paar Minuten. Ich bin jetzt viel zu neugierig. So, Joe Davis. Where are we? I really can't remember the name of this town, but I'm pretty sure the hotel is called Quiet Haven. This is a hotel? I know, it's a joke. They shouldn't charge half the price for this dump, if you ask me. You need my help. I thought you wanted to kill me. Why would I want to kill you? You must be mistaken. Who do you think I am? Ach, ich weiß nicht, ihm jetzt so Zeug vorzuwerfen, das bringt in dieser Welt wahrscheinlich überhaupt nichts. Trotzdem so ein bisschen necken muss man. A man who paints on walls with blood? Blood? It was just red paint. What made you think it was blood? That's crazy. I... Oh, forget it.
this is all just a dream, right? It's funny that you would say that. I've already heard that somewhere today. But if this is a dream, I've been asleep for a very long time. I'm sorry. I just want to leave. Yes, I understand. I wouldn't stay here myself if it was my decision to make. I'm stuck here too. You see, my wife Ivy is in the room to the left. She's a little fragile at the moment. She said she was going to do her makeup, but it's been a week now, maybe longer. Every time I try to talk to her, she just gets angry, and she tells me she's not done yet. I've cooked her a meal, but she ignores me. She never likes what I cook. But what's that got to do with me? If you talk to her, I'll show you the way out, I promise. Just go in there and tell her she looks fine. She's always so careful about looking perfect. Okay. I'll see what I can do. Super. Ich habe ja auch so Lust, mit der zu reden. Oh Gott, So, your wife's been in that room for a week? Now that you bring this up, I think it might have been a month. That's a very long time to stay in one place. She wants to look great. I guess it takes time, but we really have to go now. I think there's a big storm coming. I feel it in my bones. Goodbye, Joe. Okay, Freunde, ihr habt es gehört. Wir müssen mit Ivy reden. Und ja, ich darf gar nicht dran denken. Ich krieg wieder eine Gänsehaut, ey. Ich fand das so creepy vorhin. Ja, und creepy geht's wahrscheinlich weiter. Wahrscheinlich auch sehr mystisch und wahrscheinlich noch mit einem Rätsel. Irgendwas müssen wir ja wieder tun, damit wir aus dieser Jenseits-Zwischenwelt, was auch immer, wieder rauskommen. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Cat Lady.